Wie? Es ist Mireille. Oh Mann, will sie uns etwas schon wieder erzählen, dass sie weitergehen wird? Ah, hey, versteh dir keinen Spaß? Ich nehme euch nur auf den Arm, bleibt locker. Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Dragons Café. Oh, was führt dich hierher? Ich habe die Gerüchte gehört, ihr sucht eine Schuppe und Miasma, stimmt's? Ich dachte, das wäre ein guter Zeitpunkt, um euch die Zukunft vorherzusagen. Oh, ich weiß nicht, ob das die allerbeste Idee ist. Kommt her, lasst mich lesen, was die Zukunft für dich bereithält. Ich sehe es. Du wirst Schuppe oder Miasma niemals bekommen. Ah, wie kann das sein? Ich wollte doch nur helfen. Ah, verstehe. Wenn wir weitermachen, passiert bestimmt was Gutes, stimmt's? Beruhige dich, Mireille. Lass mich dir etwas mit Glücksjacki drin kochen. Ich schätze, das ist ein gutes Omen. Ja. Ihre Vorhersagen sind ja immer ziemlich daneben. Nur? Kein Hinweis? Wieder schlafen gehen? Echt jetzt? Wir haben doch erst geschlafen. Hä? Das war's? Mireille sagt uns, dass wir die Schuppe nie kriegen werden und das... Was? So. Mal gucken, was jetzt passiert. Das war jetzt ja niederschmetternd, sage ich mal. Oder aufbauend, je nachdem, wie sehr man Mireille glauben darf. Hallöle, wie geht's euch, Leute? Oh, hallo. Ich habe außerdem gerade Billys Text weggedrückt. Es tut mir leid. Hey, Gingy, was führt dich heute hierher? Lass mich raten, Meister Dieb. Du bist gekommen, weil du ein Gerücht gehört hast, stimmt's? Für dich immer noch, gefürchteter Meister Dieb, Kind. Oh, oder wohl eher ehemaliger Meister Dieb. Jedenfalls, ich hörte, ihr hättet, warum drücke ich gerade den Text immer weg? Ich bin so doof. Hast du eine neue Spur für uns? Nicht ganz. So viel zu unseren Hoffnungen. Hehe, unterschätze mich nicht. Seht euch das an. Ein Schuppenteil? Und? Ist das nützlich oder was? Das ist die Untertreibung des Jahres. Damit haben wir alle 5 Teile. Hey, wir mussten anscheinend doch nur 4 Teile finden. Das 5. haben wir geschenkt bekommen. Cool. Freut mich zu hören. Ihr solltet auch wissen, dass das keine heiße Ware ist. Hab's ganz regulär im Wald gefunden. Ist ja irgendwie besonders aus, also habe ich's behalten. Mir nützt es aber nichts und deshalb gebe ich es euch. Hey, Meisterdieb. Ehemaliger Meisterdieb. Merkt ihr das endlich? Wie auch immer, danke. Gut, jetzt haben wir alle. Los geht's. Oder auch nicht. Ich dachte, die machen sich sofort auf den Weg. Vielleicht solltest du ein wenig schlafen. Das Spiel lässt uns verdammt oft ein wenig schlafen. Sehr narkotisch. Sagt man das Narko? Egal. Nicht nekrotisch, narkotisch. Das ist ein Unterschied. Gut, dann gehen wir wieder schlafen. Wenn das Spiel das möchte, wieso auch immer. Naja, wir hinterfragen es einfach mal nicht. Ich bin froh, dass wir alle Teile gefunden haben, aber was sollen wir jetzt mit ihnen machen? Das ist jetzt nur wild geraten, aber ich könnte mir vorstellen, dass bald jemand aufkreuzt, der uns das verrät. Das klingt vollkommen bescheuert, aber ich könnte es mir auch vorstellen. Witzig. Hört ihr das? Ich wette, eine große Hexe wird kommen und uns aus der Patsche helfen. Hey, er steht. Sieht aus, als wären alle hier. Hi, Selis. Hast du die Gerüchte auch gehört? Hat sich was mit Gerüchten, wenn alle davon wissen, wie es aussieht und helfen wollen. Ehrlich, ihr Menschen. Du bist auch noch die Alte. Egal. Ihr habt mir sehr geholfen, als ich hier war. Also wollte ich einen Weg finden, wie ich euch helfen kann. Und ich habe mir gedacht, mit Magie kann man jedes Problem lösen. Aber Selis, du und Magie.
Ich weiß, ich bin eine Hexe, die nicht zaubern kann. Aber Omi hat mal etwas von einer starken Verbindung zwischen Drachen und der Kunst der Magie gesagt. Was willst du damit sagen? Die Kräfte der Schuppe bringen deine Zauberkräfte zurück? Was für ein Zufall, dass du da hilfst. Billy, hör auf. Sie ist extra den weiten Weg gekommen, um uns zu helfen. Schon okay, Ipanema. Jedenfalls, dank der Menschen fand ich den Mut, ich selbst zu sein. Es gibt da diesen Zauber, den Omi mir vermacht hat. Ich möchte ihn ausprobieren. Vielleicht hilft er. Ja, probieren wir es aus. Du sagst es, Selin, nur zu. Okay. Der Zauber von meiner Omi kann Teile oder Fragmente zusammenführen. Draco Fragmentum Convenio. Nichts passiert. Das ist wirklich eine Hexe, die nicht zaubern kann. Billy! Celis, manchmal sollen die Dinge einfach nicht sein und es gibt nichts, was wir tun können. Danke, dass du es versucht hast. Es bedeutet uns viel zu wissen, dass wir dir wichtig sind. Danke. Tut mir leid, Leute. Ich habe wirklich gehofft, dieser Zauber könnte euch helfen. Keine Sorge. Komm gerne mal wieder vorbei, okay? Danke, dass du es versucht hast. Leute! Schaut! Die 5 Schuppenteile, sie leuchten! Sieht aus, als würden sie sich zusammenfügen! Okay, lasst mich raten, ich muss wieder schlafen. Warum? Ich finde das ein bisschen merkwürdig. So, ja, vielleicht solltest du schlafen. Vielleicht geh mal schlafen. Bist du wieder von der Arbeit? Geh schlafen. Ein bisschen merkwürdig, aber nun gut. Unzufrieden. Schade. Okay, wir haben die Schuppe. Was tun wir jetzt? Ja, wir haben immer noch keine Ahnung, was Drachenmiasma überhaupt ist. Ja, wenn wir doch nur mit Kyoto kommunizieren könnten. Immer eure traurigen Gesichter. Oh, Dr. Zeff. Hey, Robo-Opa, schrullig wie eh und je. Bitte komm herein. Ist schon eine Weile her. Spart euch die Formalitäten. Ich bin hier, weil ich die Gerüchte gehört habe. Wir wissen nicht weiter, ja? Wir haben keine Ahnung, was der nächste Schritt ist. Ineffizient wie immer. Ihr habt keine Ahnung. du bist wirklich ein anstrengender alter Kerl. Ouais. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass Yume von etwas betroffen ist. Also habe ich das für euch gemacht. Was ist das? Medizin natürlich. Was denkt ihr, dass ich bin? Medizin? Wenn Drachen groß werden, setzen sie eine giftige Substanz in ihrer Umgebung frei. Das ist ganz natürlich. Jeder, der Zeit mit Drachen verbringt, nimmt diese Substanz in seinen Blutkreislauf auf. Ich vermute, dass dies mit der Krankheit eurer Mutter zusammenhängt, aber ich verstehe die Wirkung noch nicht völlig. Ihr wart beim Vulkan, korrekt? Es ist allgemein bekannt, dass die Luft rund um den Vulkan recht giftig ist. Was? Die Nähe zu Kyoto kann dich also innerlich vergiftet haben. Diesen Verdacht hatte ich schon beim letzten Mal, also nahm ich etwas Dung von Kyoto mit, um ihn zu testen. Ach du liebes Lieschen, dies ist die Medizin, die ich dank meiner Forschung und meiner Schlaflosigkeit herstellen konnte. Hier, Yume, trink das. Hey, ist das wirklich okay? Das ist alles ein wenig suspekt, oder? Wir können Dr. Zeff vertrauen. Ich bin sicher, es ist okay. Das sehe ich auch so. Yume, mach schon. Warum? Hä? Das kommt jetzt ein bisschen random, dass ich auf einmal vergiftet bin oder so? Ich verstehe es nicht so ganz. Hä? Sieh mal an. Siehst du, eine Wolke kam aus dir heraus. Ich habe ja gesagt, dass du eine Art Gift in dir hast, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, um was es sich dabei genau handelt. Ist das... Was? Oh, nichts. Ich habe nur laut gedacht.
Na, jedenfalls bist du jetzt wieder gesund. Shita hat mir deswegen keine Ruhe gelassen. Jetzt kann ich endlich zurück ins Labor und wieder weiterforschen. Ich weiß nicht, was genau hier vorgeht, aber ich bin froh, dass wir Fortschritte machen. Jetzt sollten wir was essen. Und bestimmt nochmal schlafen gehen. Eine ganz besondere Schuppe. Miasma. Ein geheimnisvolles Gift. Hey, also, was ist? Ist das geheimnisvolle Gift vielleicht das Miasma? Ja, das wollte ich vorhin sagen. So sieht es nämlich wirklich aus. Ja, ich habe das Gleiche gedacht. Okay, und was tun wir jetzt? Ja, alle haben mitgeholfen, dass wir so weit gekommen sind. Wir beginnen 5 Schuppenteile. Die Gruppe hier, die besteht auch aus 5 Leuten. Was für ein Zufall. Ja, aber wir haben ihnen zuerst geholfen. Lass gut sein, Billy. Unsere Verbindungen zueinander. Ah ja. Ach, was wir nicht alles lösen können. Lösen wir mit Hilfe unserer Freunde. Bringen wir nochmal alle zusammen. Friendship is magic. Oder so ähnlich. Okay. Lasst mich raten. Ich sollte schlafen gehen. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Okay, dann gehen wir schlafen. Wie immer. Und ab ins Bett. Na komm. Alle unzufrieden, kritisch. Uns egal. Wir wollen jetzt hier wissen, ob wir Miasma herkriegen. So. Wie sie alle gleichzeitig blinzeln. Ihr seid alle gekommen. Was tun wir also jetzt? Was sollten wir denn tun? Dieser Tropfen der Verbindung. Papi? Wo zum Henker kommst du denn her? Wer weiß? Warte, ihr habt immer noch nicht begriffen, dass ich ein Geist bin? Ach, du liebe Güte. Ihr seid beide so unschuldige kleine Engel. Ob Geist oder nicht, einfach so aus dem Himmel aufzutauchen, aus heiterem Himmel aufzutauchen, ist echt unheimlich. Unheimlich? Ja, aber... Chitaka... Was? Was sagt der klapprige Roboter? Bitte entschuldige die Unterbrechung durch meinen dämlichen Assistenten. Chita fragt, was der Tropfen der Verbindung ist. Der Tropfen der Verbindung? Papi, was ist dieser Tropfen der Verbindung, von dem du sprichst? Nun, ihr müsst wissen, es ist... Ganz schön nebelig, was? Was ist das? Wie seltsam. Ein leichter lila Rauch? Das ist das Material... Das hier ist das Material, um dem Tropfen der Verbindung zu gewinnen. Das ist das Drachenmiasma. Drachenmiasma? Ah, das ist es also. Was ist es, Dr. Zeff? Was ist passiert? Was ich zunächst für Gift hielt, ist tatsächlich dieses Miasma hier. Genau das habe ich vorhergesehen. Ich habe es schon immer gewusst. Die Tropfen der Verbindung muss also nur aus dem Drachenmiasma extrahiert... Der Tropfen der Verbindung muss also nur aus dem Drachenmiasma extrahiert werden. Ja, und dann auf die Drachenschuppe gesetzt werden, die ihr gefunden habt. Nachdem der Tropfen der Verbindung auf der Drachenschuppe platziert wurde, könnt ihr sie eurer Mutter geben. Hey, davon habe ich schon mal gehört. Der Tropfen der Verbindung steht für eine untrennbare Verbindung zwischen den Göttern der Liebe und des Mutes. Hihi, verstehe. Und das habt ihr Zwillinge gebraucht, um eure Mutter zu retten. Wartet, nochmal langsam. Das Drachenmiasma ist hier? Und wir haben die Drachenschuppe, auf der wir es platzieren. Und? Wie bekommen wir denn den Tropfen der Verbindung selbst? Habe ich etwas verpasst? Dazu müssen wir einfach alle hier, denen ihr Herzenswunsch erfüllt wurde, es sich ganz fest wünschen. Okay.
alle hier, denn ihr Herz ist Wunsch, okay, die sollen sich das jetzt alle ganz fest wünschen. Alles klar, alle Gäste und das Personal des Cafés. Wir alle haben während unserer Zeit hier etwas ganz Besonderes bekommen. Dass die Leute etwas im Café gefunden haben, das ihnen wichtig war, das lag an unserer Verbindung. Wenn wir also all die Lieben und all die Liebe und Freundschaft, die wir hier fanden, nehmen und zum Drachenmiasma hinzufügen, wird sich das Symbol der Liebe und des Mutes, der Tropfen der Verbindung, manifestieren, richtig? Leute, konzentriert euch. Nur noch eine Sache, die wir jetzt tun müssen. Seid ihr bereit? Zeit, sie zu spielen. Das ist die Melodie unserer Verbindung. Was? Wieso kommt jetzt schon der Abspann? Hab ich irgendwas verpasst? Bad Ending? Was? Na gut. Okay. Wenn jetzt schon der Abspann kommt, warum auch immer, würde ich sagen, mache ich jetzt schon mal mein Resümee, meine Endbewertung, wie ich das Spiel so fand. Gut, machen wir das einfach mal. Also, ich fand es jetzt nicht so schlecht. Also, die Ansätze haben mir sehr gut gefallen, auch mit dem Zutatensammeln und Kochen. Mir hätte aber ein bisschen mehr Komplexität gefallen. Ich weiß, das Spiel richtet sich, glaube ich, hauptsächlich mehr an Jüngere. Davon gehe ich mal fest aus. Aber so zum Beispiel so ein Harvest Moon, also beziehungsweise Story of Seasons, mit den vielen Zutaten und viel schwierigeren Aufgaben, was einfach so ein bisschen open-worldiger-mäßig ist. Ich will nicht sagen, dass das jetzt hier ganz eingeschränkt ist, aber bei einem Story of Seasons kann man sich einfach auch mehr selbst raussuchen, was man machen will. Das fand ich eigentlich ganz cool und das hat mir ein bisschen gefehlt, so ein bisschen die Autonomität. Also ich war wirklich immer schon sehr strikt daran gebunden, was ich machen konnte und wo ich hingehen soll. Nichtsdestotrotz fand ich trotzdem, ja, also der Aspekt des Erkundens, der hätte ein bisschen ausgeprägter sein können, auch wenn er eigentlich schon ganz gut war. Mir hätte es auch gewünscht, dass man sich irgendwie noch selbst mehr was aufbauen könnte, dass man vielleicht das Café selbst vergrößert, vielleicht auch zusätzlich Personal einstellen könnte oder den Garten vergrößert, wo man dann mehr anbauen kann oder so. Dass man einfach, oder auch, dass man auch Geld durch die Arbeit verdient und sich dadurch verbessern kann. So dieser Aufbauaspekt hat mir sehr gefehlt. Auf sowas stehe ich, stattdessen war das Spiel ja mehr storygebunden, sage ich mal. Also das hat er mehr in die Geschichte erzählt, als sich auf Gameplay gestützt. Das hat mir ein bisschen gefehlt, aber sonst war ich eigentlich ganz zufrieden. Ich gucke mir gerade die ganzen Leute an. Das gefällt mir schon ganz gut gerade. Wie sie der Reihenfolge nach alle dazugekommen sind. Da ist unser Opa. Und der Chica, kommt er auch noch oder ist er nicht mit dabei? Da ist er, der Kleine. Sehr schön. Haben auch gut den ganzen Bildschirm jetzt hier eingenommen. Gut. Dann bin ich mal gespannt, ob die unsere Freunde das schaffen werden. Und ich denke mal, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ciao.